Also heute spreche ich mit dem Flo. Der Flo hat selber schon eine ganze Menge Immobilien, ist seit 17 Jahren Investor und seit 8 Jahren Privatier. Das heißt, er kann von seinen Immobilien leben. Und deswegen wollen wir von ihm heute noch mal ein paar Tipps hören. Welche Voraussetzungen müssen denn erfüllt sein, dass man wirklich von Immobilien leben kann, dass man quasi Privatier ist? Erstmal, hallo Flo. Grüß dich, Alex, und natürlich auch grüße dich an deine Abonnenten. Finde ich super generell, dass man sich mit finanzieller Bildung auseinandersetzt und versucht, so ein bisschen aus der Schleife zu kommen, Zeit gegen Geld zu tauschen, weil darum geht es ja im Prinzip. Genau, richtig. Wir wollen ja alle mehr oder weniger unabhängig sein, entweder unabhängig vom Hamsterrad, unabhängig von einer staatlichen Rente, wie auch immer. Also das ist ja für die meisten das Hauptziel. Und für mich war es ja auch das Hauptziel. Ich will ja unabhängig werden und irgendwann mal von Immobilien leben können. Ich habe mir jetzt natürlich schon ein Portfolio aufgebaut und bin jetzt in der Konsolidierungsphase. Ich weiß aber, dass du ein anderes Konzept fährst. Deswegen, was würdest denn du sagen, was so die wichtigsten Steps sind, wenn man Privatier sein will, wenn man von Immobilien leben will? Wie würdest du da vorgehen? Also im Prinzip ist ja das Konzept, dass den Nettobezug, den Netto-Cashflow, den man aus seinen Immobilien generiert, größer ist, genauso groß ist wie der Lebensstandard. An dem Punkt hat man ja erstmal so finanzielle Unabhängigkeit erreicht. Das heißt, alle laufenden Rechnungen, die Miete, das Essen, das Reisen. Und das ist natürlich individuell immer unterschiedlich, dass die letztendlich durch den Cashflow aus den Immobilien gedeckt werden. Das ist ja das Ziel, was wir haben. So, und das allererste, was ich machen würde, ich würde mal drüber nachdenken, wie mein eigenes Leben eigentlich aussehen soll. Das bedeutet, bevor ich überhaupt, finde ich, mit Investitionen anfange, muss ich mal zum Live-Designer werden und sagen, wie ist mein Traumleben, wo will ich eigentlich hin? Und ganz klar, was bin ich auch bereit dafür zu opfern? Weil man muss ganz klar sagen, das läuft nicht, zack, es gibt eine Wunderpille und ich bin da. Sondern alles, was man im Leben macht, hat seinen Preis. Und der Preis beim Investment ist im Prinzip der Aufbau des Eigenkapitalparts. Weil ich persönlich bin kein Fan davon, von 110% Finanzierungen, ne? Weil Rendite und Risiko ist ein siamesischer Zwilling. Die gehören immer zusammen. Und klar, wenn ich vollfinanziere, kaufe ich mir natürlich auch ein größeres substanzielles Risiko ein. Und gerade jetzt bei Corona Zeiten merken wir das, dass die Vollfinanzierer teilweise natürlich unter Druck geraten. Vor allem, wenn deren Mieter nicht bezahlen. Weil sie nicht genug Cashflow haben. Genau. Also der durchschnittliche Cashflow ist so meine Erfahrung von den Leuten, die ich treffe, liegt im Schnitt so bei zwischen 60 und 80 Euro pro Einheit. Der durchschnittliche Cashflow der Immobilien, die ich habe, liegt so bei zwischen 300 und 500 Euro. Und ich habe aber auch meinen Preis dafür bezahlt, dass es so ist. Nämlich, wenn du extrem schnell finanziell frei sein willst, dann gibt es eigentlich nur ein Konzept. Du musst deine Lebenshaltungskosten Richtung Null drücken. Das heißt, wenn ich in einer Wohnung lebe, die zu groß ist für meine eigentlichen Bedürfnisse, wenn ich ein Auto fahre, was zu dick ist für meine eigentlichen Bedürfnisse, dann habe ich natürlich viel höhere kalkulatorische oder echte Kosten im Monat. Also brauche ich viel mehr Wohnungen, um das zu decken. Und ich habe natürlich, wenn ich einen hohen Lebensstandard habe, generell Probleme, Vermögen aufzubauen, also Eigenkapital anzusparen. Deswegen ist mein Tipp, gerade zu Beginn keine Kosten zu produzieren. Weil Kosten haben viel besseren Hebel als Umsatz. Denn wenn ich 100 Euro nicht ausgebe, habe ich sofort 100 Euro. Wenn ich 100 Euro verdienen will, dann muss ich 100 Euro Umsatz machen, ich verliere eine Stunde Zeit, dann geht die Steuer runter. Das ist anstrengend. Das heißt, also meine eigene Strategie war, ich habe im Prinzip 9 Jahre lang nichts ausgegeben. Ich rede nicht davon, nackend durch den Wald zu rennen, ne, und unterm Baum zu wohnen, aber im Prinzip geht es schon darum, ein Leben zu leben, was keiner leben will, um dann schnell ein Leben zu leben zu können, was keiner leben kann. Und wenn ich natürlich von Anfang an meinen Lebensstandard nicht reduziere, dann brauche ich enorm lang. Das ist ganz klar. Deswegen ist meine Empfehlung, also sich generell zu überlegen, wo will ich mit mir hin? Was ist mir wirklich wichtig? Aber dann als Vorstufe die finanzielle Unabhängigkeit zu schalten, das heißt, nichts auszugeben, massiv ins Sparen zu kommen und dann auch mit viel Eigenkapital am Anfang die ersten zwei, drei Objekte zu kaufen. Weil viel Eigenkapital bedeutet sofort hoher Cashflow. Das bedeutet, wenn du eine Das Immobilie, heißt, die erste. du würdest eher langsam wachsen mit dem Portfolio, quasi. Aussage, ich würde schnell im Cashflow wachsen.
Ich würde extrem schnell im Cashflow wachsen. Mhm. Und wenn ich extrem schnell im Cashflow wachsen will, dann brauche ich hohe laufende Einnahmen und niedrige laufende Kosten. Ja. Das heißt, ich habe eine andere Perspektive ja auch noch. Und sie ist nicht nur die Rendite, sondern ich kann natürlich super hohe Renditeimmobilien haben, aber ey, wie viel brauche ich denn, wenn ich 80 Euro im Monat pro Objekt bekomme, bis ich davon mal leben kann? Ich habe noch andere Hobbys. Und ja. Deswegen ist mein Satz eher ein anderer. Ich würde mich total runterkasteien, für das frugalistische Leben leben. So habe ich es auch gemacht. Ich habe in meinem Studentenbude gewohnt, teilweise keine Autos, alte Kisten gefahren für 1.000 Euro. Ich habe mir nichts gegönnt. Während andere Flatscreens hatten, habe ich Bücher geschrieben, habe Studiengänge absolviert, ich habe Gas gegeben, habe nur in meinen Kopf investiert und in Cashflow. Und deswegen war ich ziemlich schnell raus. Ja. Und gerade in diesen Zeiten, die wir heute haben, ist meine Strategie auch eine sehr sicherheitsorientierte Strategie. Denn wenn du sehr wenig laufende fixen Kosten hast, dann kann mich auch eine Kurzarbeit mal nicht so treffen. Dann kann es auch nicht treffen, wenn du völlig auf einmal einen kompletten Umsatzeinbruch hast. Weil du hast ja wenig laufende Kosten. Was soll dich also treffen? Ja. Und deswegen finde ich eine sicherheitsorientierte Strategie, und ich war immer ein sehr sicherheitsorientierter Investor, sehr gut. Das bedeutet, ackern, was das Zeug hält, nichts ausgeben, weil wenn du viel arbeitest, das Schöne, hast du keine Zeit, ins Kino zu gehen. Ja. Einfach Gas geben, 5 oder 10 Jahre, und dann eher am Anfang gerade eigenkapitallastiger zu investieren. Wenn du zum Beispiel die erste Immobilie, sagen wir mal 40%, die zweite 30%, die dritte 20% und du staffelst das so runter und die letzte kannst du dann auch gerne voll finanzieren, dann sind aber die ersten, bringen so viel Cashflow, dass du überhaupt keinen Stress hast mit allem, was da kommt. Ja. Und deswegen ist das meine Empfehlungsstrategie. Und du bist auch schneller, denn du erkämpfst die Rendite wirklich Zeit gegen Geld, beziehungsweise eigentlich stimmt das nicht so ganz, weil du gibst ja nichts aus. Also bist du eigentlich viel schneller. Weil, kannst dich selber fragen, wenn du die Leasingrate von deinem Porsche nicht hättest, dann wärst du doch 700 Euro besser im Monat dran. Oder ich weiß nicht, was die Leasingrate ist. Mhm. Dann wärst du viel schneller. Du hättest schon längst da, wo du wärst, wenn du nicht in so einer schönen Wohnung wohnen wirst. Du fährst doch viel schneller. Sag mal, du wohnst in einer Hütte jetzt auf Costa Rica. Hast keine Kosten. Pam, bist schon frei. Also die Frage ist immer die Frage der Geschwindigkeit. Du kannst natürlich das Problem über Rendite lösen, aber du kannst das Problem auch über Cashflow lösen. Und ich wäre eher ein Fan, es über Cashflow zu lösen, weil ich finde, das ist der sichere Weg. Ja, wobei du natürlich auch beides kombinieren kannst. Ich gehe mit dir komplett d'accord. Du musst die Kosten runterdrücken ohne Ende, weil dann kannst du mehr investieren. Wenn ich jetzt aber mal mein Beispiel nehme, ja, ich habe jetzt von meiner Warmmiete, die mein Portfolio hat mit 51 Einheiten, wenn ich von der Warmmiete den Kredit abziehe, die Betriebskosten abziehe, bleiben da am Ende jetzt ungefähr 5,5 Scheine übrig pro Monat, ja? So, weil ich immer zu 100% finanziert habe. So, um diese 5,5 Scheine zu erreichen, ja, wenn ich jetzt mit Immobilien gekauft hätte, wo ich Eigenkapital mitbringe, wie du es gerade sagst, 40% oder 30%, dann würde ich ja das Dreifache der Zeit brauchen. Du hast den easy Weg gewählt, aber du hast natürlich auch Risiken im Sack. Ja. Na gut. Also wie gesagt, Risiko und Rendite, es ist ein siamesischer Zwilling. Ich bin jetzt nicht so risikoorientiert wie du. Ganz einfach eine andere Strategie, aber ich verlange von dem Menschen mehr ab. Ja. Ich verlange ab, dass er sich eine Zeit lang reduziert. Mhm. Dafür kriegt er die Sicherheit, weil er mehr Kapital einsetzen kann. Mhm. Und er hat auch höheren Cashflow. Ja. Aber ich sage ja nicht, dass er nie voll finanziert. Ich sage, er soll gestaffelt finanzieren. Ja. Weil letztendlich, wenn du gestaffelt finanzierst, ist ja auch sofort dein Cashflow höher. Mhm. Ja klar, ne? Wenn du ein erstes Objekt mit 40% Eigenkapital finanzierst, hast du einen ganz anderen Cashflow, wie wenn du 110% finanzierst. Ja. Und du kannst auch in Lagen kaufen, die nicht so risikobehaftet sind. Ja. Das stimmt. Weil wenn du mehr Eigenkapital bringst, hast du trotzdem noch einen positiven Cashflow. Also einfach einen anderen Ansatz, der genauso wie deiner legitim ist, aber eher was ist für Schisser, so wie ich einer bin. Ja. Okay, das heißt, wir haben jetzt zwei Strategien, die beide funktionieren. Man muss sich halt nur ein unterschiedliches Risikobewusstsein haben. Sagen wir mal, du hast jetzt das Portfolio aufgebaut mit deiner oder meiner Strategie, egal. Und du hast jetzt ein gewisses Portfolio, was dir den monatlichen Cashflow bringt. Was ist denn der nächste Step, dass man sagen kann, jetzt kann ich auch wirklich davon leben, dass erstens ich mich halt gut fühle, dass es nachhaltig ist und dass die Bank das auch nachhaltig ansieht? Also jetzt bleibe ich bei meiner Strategie. Mhm. Du hast jetzt 7, 8 Buden. Du hast jetzt 3.000 Euro im Monat übrig und deine laufenden Kosten hast du auf 1.800 Euro runtergedrückt, 600 Wohnen, 600 Futtern, 600 Versicherungen. Mhm. Ja,
dann bist du schon draußen aus der Nummer. Dann hast du erstmal generell finanzielle Unabhängigkeit erreicht. Klar, du bist dann noch nicht reich. Gar keine Frage. Aber du bist frei. Und wenn dein Arbeitgeber sagt, sieht das die Bank genauso? Ja. Und wie du frei bist, weil du hast ja sehr viel Eigenkapital eingebracht. Das heißt, wenn eine Immobilie unter 40%, also wenn du eine Immobilie um 40% getilgt hast, dann gibt es für die Bank kein Risiko mehr. Ah, das heißt, die Schuldenquote ist in deinem Konzept extrem wichtig, unabhängig von der Bank zu sein, oder wie? Ja, ist ja logisch. Umso höher ein anderer mit drin ist, umso abhängiger bist du. In deiner Strategie gehörst du der Bank. Und du musst alles Mögliche machen, um die Banken zufriedenzustellen. Ja. Deine größte Angst ist, was sagt die Bank, finanziert mich die Bank, macht die eine Anschlussfinanzierung? Hey, das Thema kenne ich gar nicht. Okay, das heißt, für dich ist ein Limit so 60%, da sollte man überall runterkommen mit Immobilien. Nee, am Anfang. Erstmal mit den Banken. Nee, am Anfang, am Ende geht für mich auch Rendite, ist ja klar, ne? Wenn du erstmal deine Tücher im Trockenen hast, bleiben wir bei meinem Beispiel, 3.000 Euro Einnahme, 1.800 Euro Kosten, wir lassen jetzt mal die Steuern außen vor, sonst wird es zu komplex. Und dann kannst du auch dann neue Risikoprojekte eingehen und dann den Turbo einlegen. Aber dadurch, dass du am Anfang ja so viel Cashflow hast und auch so viel EK schon hast und dann so solide dastehst und am Anfang nutzt du ja auch den Cashflow nicht für deine eigenen Zwecke, sondern du reinvestierst den gleich. Hast du null Probleme mit neuen Finanzierungen? Da gibt es keine Wartezeiten. Ich gehe rein in die Bank, wie viel willst du, Flo? Ich sage, das ist kein Problem, weil die kennen ja meine EK, meine Eigenkapitalausstattung und deswegen habe ich ganz viel Arbeit nicht. Ja. Deswegen muss ich ganz viele Sachen nicht machen. Okay. Ne, weil ich letztendlich total entspannt vorgehen kann. Aber am Anfang, die ersten Jahre, da habe ich nicht in so einer schönen Wohnung gewohnt wie du, nicht so ein tolles Auto gefahren wie du, sondern alles hat seinen Preis. Und der Preis meiner Strategie ist, dass man sich am Anfang enorm zurücknehmen muss. Ja. Okay, du hast gesagt, die Schuldenquote am Anfang ist für dich ein wichtiges Kriterium und auch die Eigenkapitalausstattung. Schuldenquote auch nicht, Cashflow. Okay. Und um guten Cashflow zu haben, musst du natürlich zwangsweise eine niedrige Rate zahlen. Auch zahle ich natürlich viel weniger Zinsen als du bei jeder Finanzierung. Ja. Weil ich natürlich eine höhere Bonität dann aufzuweisen habe. Ja. Naja gut, du hast ja, wenn du jetzt zum Beispiel eine Immobilie hast, die 6% Rendite hat, ja, und du bringst 50% Eigenkapital mit und ich finanziere das zu 100%, ja, dann hast du natürlich einen unterschiedlichen Cashflow, ja. Wenn du jetzt aber sagst, du kaufst die 6% Renditeimmobilie mit 50% Cashflow und ich kaufe dagegen eine 8% Rendite mit 100%, dann kann es ja sein, dass der Cashflow genauso ist. Ne? Aber du hast viel mehr zu tun. Beispiel war unsere WG. Ich habe einen Mieter, du hast 7. Du hast 7 Bäder, 7. Ich habe ja nichts zu tun. Ne? Also ich saniere das Ding einmal und dann schiebt das Ding 15 Jahre durch. Und wenn ich da mal einmal im Jahr was höre, dann ist das viel. Also ich habe einen Mieter, von denen habe ich 13 Jahre lang nichts gehört. Okay. Ne? Wer ist denn das? Oh, du, wo wohnen wir überhaupt? Ne? Also, okay. Es ist ein Gun. Ne? Das heißt, umso weniger Einheiten du hast, ist mal ein ganz anderer Faktor, umso weniger Stress hast du auch. Das heißt, mein Konzept ist lieber eher, ich würde eher weniger nehmen, einen höheren Cashflow, aber dadurch hast du ja weniger Komplexität in deinem System. Du musst weniger Steuererklärungen machen, weniger V-Meldungen, weniger Excel-Listen. Du hast ja mit allem viel weniger Stress, aber es kostet dich am Anfang deinen Lebensstandard. Ja, okay, verstanden. Nach dem Thema Cashflow, wenn wir den sichergestellt haben, würdest du auch sagen, dass ein gewisser Cash-Bestand wichtig ist, wenn man als Privatier leben will, würdest du das an irgendeiner Höhe festmachen, zum Beispiel ein Jahr Kaltmiete? Ich würde unterscheiden zwischen meinem Geschäftsmodell, was einen eigenen Liquiditätspuffer braucht, und mich selber, wo ich einen eigenen Liquiditätspuffer brauche. Und ich sage mal so, der Minimum-Liquiditätspuffer einer Privatperson liegt bei 3 Monaten. Und im unternehmerischen Bereich sagt man eigentlich, dass du 3 Monatsumsätze brauchst. Du brauchst 3 Monate deine Kosten auf der Seite, um die meisten Probleme lösen zu können. Das mache ich also im unternehmerischen Bereich genauso wie im Immobilienbereich. Eigentlich brauchst du 3 Monate Kosten, um gut schlafen zu können. Entsprechend hat natürlich auch derjenige, der viel Eigenkapital hat, braucht weniger Liquidität. Ja, das heißt also, 3 Monatskaltmieten sind das Minimum, was du auf der Kante haben musst.
Also im Prinzip sind es ja nicht die Kaltmieten, sondern es sind ja deine Kreditraten und das Hausgeld, ne? Okay. Das, wenn ihr deine Kosten und was haben wir noch? Ja, Ja und gut, die ich Grund. rechne auch immer noch mit monatlicher Instandhaltungsrücklage, ne? Ja. Hast du absolut recht. Das sind so die Positionen, die ich addieren würde. Und dann mal Mhm. drei. Und dann bist du eigentlich aus dem Feinsten oder aus dem Gröbsten raus. Wenn du sehr sicherheitsorientiert bist, dann gehst du Richtung sechs. Und wenn du extrem renditeorientiert bist und jede Liquidität ausnutzt, die du hast, dann kommst du wahrscheinlich auch mit null klar. Du hast halt ein permanenter Troubleshooter, bist du halt dann. Und musst immer, Ja. ja, kann ich, 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 da fehlt was, schieße ich darüber und da was und dann hole ich mir noch 10 aus meinem Dispo. So sind ja Ja. auch viele unterwegs. Ja. Unterschiedliche Konzepte, unterschiedliche Ansätze, alle legitim. Ja, Ne, aber okay. es kommt auf deine Sicherheitsorientierung an. Ja. Ich habe jetzt festgestellt, nicht nur auf meine eigene Sicherheitsorientierung kommt es an, sondern ja auch dann von der Bank. Weil ich habe zum Beispiel auch mal mein Portfolio bei der Bank bewerten lassen zum Thema Stressannuität. Ja? Und die eine Bank sagt, die guckt sich mein Portfolio an und sagt, Herr Raue, Ihr Portfolio ist so schlecht, das macht jeden Monat 6.000 miese. Und die andere Bank sagt, Ihr Portfolio ist so gut, das macht jeden Monat 5.000 plus. Aber das habe ich nicht. Wenn du, sagen wir mal, einen Schuldenstand hast von 40%, dann sagt jede Bank, geil! Ne? Also Ja. das hast du nicht. Also diese Themen habe ich ja alle nicht. Ne? Aber Okay. dafür habe ich am Anfang, ich will nicht sagen, die Klorollen aus der Uni mitgenommen. Aber im Prinzip, ne, und wenn ich im Urlaub war, das Leitungswasser getrunken. Und wenn ich im Urlaub Ja. war, bei Freunden übernachtet. Wenn ich überhaupt im Urlaub war. Also, ne, das ist halt Ja. einfach ein anderer Ansatz. Und ich habe einen Ja. großen Preis für diese Sicherheit bezahlt. Okay, das heißt, entweder man macht das ja direkt von Anfang an mit dem hohen Eigenkapital, wie du es gemacht hast. Und wenn ich jetzt in meiner Situation bin, ich bin einen anderen Weg gefahren, dann würdest du mir jetzt raten, eher vielleicht sogar noch viel Sonder zu tilgen, um von den Kosten runterzukommen und damit auch wieder die bessere Wir Schuldenquote empfehlen zu jetzt, kriegen. dein Portfolio Richtung Cashflow zu optimieren. Also ich würde die, die keinen Cashflow bringen, mal was überlegen, kann ich die verkaufen, was soll ich da mit dem Kram? Weil Objekte, die keinen Cashflow bringen, reine Zeitverschwendung. Ja. Ne, wenn du dein Mehrfamilienhauswohnungen leer sind, warum verkaufst du sie nicht? Weil eine leere Wohnung ist nichts wert, ganz im Gegenteil, das ist ein Minuswert in meiner Bilanz. Weil ich bewerte alles nur nach Cashflow. Was nichts bringt, ist nichts wert. Okay, Wenn also ich eine von teure dir. Hose habe, ich will ein Beispiel nennen, das in deinem Schrank hängt, dann Ja. ist es keine teure Hose, dann hat sie einen Wert, einen Nutzwert von null, Ja. weil ich sie ja nicht nutze. Ja, okay, also konsolidieren, was die Objekte angeht, also die, die keinen Flashflow bringen, die rausbringen. Was würdest du noch unter konsolidieren sehen? Also generell würde ich versuchen, mit so wenig Einheiten wie möglich das gleiche Ergebnis zu erzielen, weil damit reduzierst du deine Sicherheit, damit erhöhst du deine Sicherheit und du reduzierst dein Risiko. Ja, das heißt, ich könnte ja zum Beispiel auch, ich will ja eine Immobilie verkaufen und wenn ich die verkaufe, könnte ich mit dem Gewinn eine zweite Immobilie zum Beispiel bei mir komplett sondertilgen, habe dann wahrscheinlich den gleichen Cashflow, aber eine Einheit weniger. Ja, das ist die Frage, ob das Sinn macht. Ne? Wenn du jetzt eine verkaufst und hast extra Liquidität, dann kannst du genauso gut zu Hause puffern. Also die Frage ist, also ich würde erst allererst mal durchgehen und würde gucken, was sind meine schlechtesten Cashflow-Bringer? Was sind Ja. auch einzelne Wohnungen? Was kann ich da loswerden? Wo habe ich immer Probleme mit? Warum will keiner diese Wohnung? Von den Sachen würde ich mich trennen. Also vor der Corona-Krise habe ich zum Beispiel alle Gewerbeeinheiten vertickert. Ja. Aber schon vor 2 Jahren war ich da was am Kommen sah, habe gedacht, nee, was macht mir Probleme? Wo könnte ich Risiken sehen? Alles weg. Ja. Du, also auch, du würdest auch wenn du damit dann vielleicht ein bisschen Verlust machst, ja, weil ich habe zum Beispiel auch zwei, drei Wohnungen, die sind so ungefähr Cashflow plus minus null. Das waren so meine allerersten Objekte, als ich es eigentlich besser wusste, ja. Aber die Auch machen, du machst Hypotheker, doch. wenn ich Minus mache. Ja, wozu? Weil du machst doch jeden Monat Minus. Du musst dir Gedanken machen, du hast Arbeit, du hast Nachvermietung, du hast ständig Scheiß, da geht was Naja, gerade kaputt, mit da denen musst. habe ich keine Probleme, die sind konstant vermietet. Minus mache ich auch nicht. Tilgung bringen die mir schon ja jedes Jahr 3.000, 4.000 Euro. Ne? Also Philosophie ist, alles, was rumsteht und anstaubt, muss weg, weil es belastet mich irgendwo. Denn es Okay. kostet mich Zeit. Die Bank muss es mitbewerten. Es bindet Ressourcen. Wie sagt man so schön? What you owns, owns you. Und deswegen finde ich Unternehmen geiler, die mit 200.000 Umsatz 200.000 Gewinn machen, als mit 2 Millionen 200.000 Gewinn. Weil einfach weniger Stress. Also meine Devise ist, meine Arbeit aufs Minimum zu reduzieren. Eher smart als hart. Ja. Aber wenn immer, geht es auf meine Kosten, dass ich einfach da nochmal ackere, Gas gebe und sage, nee, da will ich lieber einen anderen Weg haben, weil, nee, ich will Ja. keinen Stress, Mann.
Wenn ich jetzt aber zum Beispiel meine Immobilie nehme, wo ich sage, die wirft mir Cashflow plus minus null ab, die trägt sich selber, aber jedes Jahr generiert die mir 3.000, 4.000 Euro Vermögensaufbau durch Tilgung und ich könnte die jetzt zwar verkaufen, aber mache keinen Verkaufsgewinn durch Steuern, Vorfälligkeitsentschädigung und so weiter, dann sage ich, gut, wenn ich verkaufe, habe ich keinen Gewinn, außer vielleicht weniger Stress. Und wenn ich sie behalte, dann generiert sie zumindest mal 3.000, 4.000 Euro pro Jahr Vermögensaufbau. Weißt du aber nicht, im Moment schon gar nicht. Ne? Also zu Corona-Zeiten wissen wir nicht, ob du gerade Vermögen abbaust. Weil das Ergebnis wurde uns ja, wir wissen ja noch nicht, was, wenn es wieder Normalität annimmt und wir alle Zeit haben, Bilanz zu ziehen, dann werden wir ja sehen, was jetzt am Ende wirklich rauskommt. Und auch vor allem, wer die Last zu zahlen hat. Denn wer die Last zu zahlen hat, das ist ja, hat ja auch Einfluss auf unsere Entscheidungen. Und da wir im Moment eigentlich nichts wissen, macht es im Moment eher Sinn, finde ich, Cash aufzubauen. Und dann mal zu gucken, wer so richtig unter die Räder gekommen ist und da natürlich dann die helfende Hand zu spielen und günstig einkaufen zu können. Ne? Aber im Moment wissen wir wenig, weil wir wissen auch noch nicht, wie lange dauert das Ganze, welche Auswirkungen hat das effektiv, weil alles wird mit billigem Geld zugedeckt. Ne? Und wenn dann wieder Ebbe kommt, dann sehen wir, wer ohne Badehose dasteht und wer mit. Und im Moment sieht es dann auch aus, als wären alle gut bekleidet, weil das Wasser steht uns allen noch schön bis zum Bauchnabel. Weil alles mit billigem Geld zugedeckt wird, aber erst dann, wenn die Decke weggenommen wird, werden wir sehen, was Sache ist. Und dann finde ich es gut, leichtfüßig unterwegs zu sein, um dann auch günstig nachkaufen zu können, weil im Moment kann man eigentlich ja nur schwer eine Investmententscheidung treffen, weil ne, wir wissen eigentlich gar nichts im Moment.